Wer mit Fotografie oder Videografie oder irgendwas Kreativem anfängt, der beschäftigt sich in erster Linie erstmal mit der Technik. Dazu gibt es dann auch 1000 verschiedene YouTube-Videos, die wir uns alle reinziehen. Und von mir kriegt ihr heute mal, ja, ich sage jetzt mal die B-Side der Tipps, wenn es darum geht, das Fotografieren oder auch irgendwas anderes Kreatives zu lernen. Die Tipps sind vielleicht nicht genauso essentiell, wie zu verstehen, wie eine Kamera funktioniert, aber auch eben nicht ganz zu vernachlässigen, wenn du den Spaß an der Sache nicht verlieren willst und wenn es dir darum geht, wirklich kontinuierlich besser zu werden. Und dabei sind diese Tipps einfach deutlich weniger oft besprochen und weniger beachtet, für mich aber auch durchaus wichtig. Und deshalb starten wir jetzt gleich mit Tipp Nummer 1. Es gibt 1000 verschiedene Videos auf YouTube, die dir als Anfänger sagen, welche Fehler du auf keinen Fall machen darfst. Und viele haben dann, inklusive mir, am Anfang einfach Angst davor, grobe Fehler zu machen. Dabei sind die eigenen Fehler eigentlich der beste Antrieb, um besser zu werden und dazu zu lernen. Ein Video auf YouTube, das dir sagt, welchen Fehler du vermeiden sollst, wird dich niemals so weit bringen, wie wenn du den Fehler einmal selber gemacht hast. Einmal die Speicherkarten beim Shooting zu Hause vergessen und es wird dir in Zukunft einfach nicht mehr passieren. Daher ist mein Tipp, akzeptiere als Anfänger Fehler als Chance, um besser zu werden. Keiner ist perfekt, jeder macht am Anfang Fehler. Versuche dran zu wachsen und versuche einfach die gleichen Fehler nicht noch ein zweites oder ein drittes Mal zu machen und dann wirst du hier schnell den Fortschritt sehen. Ja, Fehler nerven, aber je größer dein Erfahrungsschatz und je mehr Fehler du schon gemacht hast, desto besser wirst du werden in dem, was du tust und desto sicherer wirst du dann auch. Und Fehler gehören einfach zum Prozess dazu. Am Anfang deiner Reise bist du in erster Linie eins: Anfänger. Und das ist auch gar nicht schlimm. Versuch einfach am Anfang nicht unbedingt alles wissen zu wollen. Erlaub dir gerade am Anfang auch einfach mal scheiße zu sein in dem, was du tust. Probier dich einfach aus, experimentier, hab Spaß und hinterfrage Dinge, um dann Probleme lösen zu können und den Lernschritt, den du gerade brauchst, gehen zu können. Das hat den Vorteil, dass du mit jedem Bild, jedem Projekt, jedem Foto, jeder Bildbearbeitung immer ein bisschen mehr dazu lernst und so immer sicherer wirst. Wichtig ist, dass du den Prozess lieben lernst und nicht nur das Ergebnis. Schau dir genau an, was dir gefällt, was dir nicht gefällt und analysier, warum es dir nicht gefällt. Und so wirst du Stück für Stück besser und bist irgendwann auch nicht mehr scheiße. Die Angst davor, nicht gut genug zu sein, kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwas Kreatives macht. Und während sie einen dazu anspornen kann, das Beste aus einem rauszuholen, kann sie natürlich auf der anderen Seite auch lähmen. Wichtig ist, dass du die Selbstzweifel nicht Oberhand gewinnen lässt, sondern ganz offen damit umgehst, was du eben kannst und was du noch nicht kannst. Und begib dich mit deinem jetzigen Wissensstand gerne in die Öffentlichkeit, poste auf YouTube, poste auf Instagram und sei einfach ehrlich zu deiner Community und gib zu, was du einfach noch nicht kannst. Und statt zu sagen, ich bin nicht gut genug, sag dir einfach, ich bin noch nicht so gut, wie ich es gerne wäre. Denn damit sagst du dir immer wieder, dass du dich auf einem Weg befindest und erkennst auch, dass es ein Prozess ist und dass du auf dem richtigen Weg bist. Kritik ist super wichtig, aber nicht von jedem. Such dir deshalb Leute, die gleichen Interessen haben wie du und bestenfalls ein bisschen besser sind als du. Einige meiner besten Freundschaften sind über die Fotografie und die Videografie entstanden und heute ist es immer noch so, dass ich ganz viel von anderen Leuten lerne, weil ich natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und mir das auch alles selber erstmal beibringen muss. Auch wenn ich dir jetzt erzähle, was du alles machen sollst und was nicht, kann ich natürlich auch nicht alles und brauche auch Leute da draußen, die mir sagen, wie Dinge funktionieren und was ich machen kann und was vielleicht nicht ganz so cool ist. Es ist super wichtig, Leute in seinem Umfeld zu haben, die man nach ehrlicher Kritik fragen kann und deren Kritik man dann auch wertschätzen und umsetzen kann. Was denken andere da draußen wohl? Jeder, der irgendwas Kreatives macht, hat sich die Frage mindestens schon einmal gestellt. Spoiler-Alarm, es wird da draußen immer jemanden geben, der das, was du tust, scheiße findest, egal wie sehr du dich anstrengst. Mein Tipp ist, scheiß einfach drauf, was die Leute denken. Solange du Spaß hast und hinter dem stehen kannst, was du da tust, wirst du jemanden finden, der das gut findet. Und dieses oder jenes gefällt mir nicht, ist keine Kritik, sondern einfach nur eine Meinung. Wie übrigens, das gefällt mir gut, auch nur eine Meinung ist und keine Kritik. Deshalb, siehe Punkt 4, frag Leute, deren Meinung du wertschätzt, was sie gut finden und vor allem, warum sie es gut finden oder nicht gut finden. Und wenn du diese Leute in deinem Umfeld hast, Menschen, deren Kritik du auch wirklich ernst nehmen kannst, dann kannst du auf den Rest auch getrost pfeifen.
Deinen aktuellen Stand als Anfänger mit dem Besten im Game zu vergleichen, ist nicht nur super frustrierend, sondern auch nicht unbedingt zielführend. Du bist irgendwo hier unten und die sind irgendwo da oben. Und selbst wenn du deutlich besser wirst, bist du immer noch weit unter ihnen und es fühlt sich immer noch schlecht an. Der Einzige, mit dem du dich vergleichen solltest, ist dein Vergangenheits-Ich. Wenn du nämlich diesen Fortschritt in Relation setzt, dann wirst du sehen, dass du jetzt sehr viel besser bist als noch vor einem Monat, vor einem Jahr, vor 2 Jahren. Und dann ist der Vergleich auch lohnenswert. Wenn du dich aber mit denen vergleichst, die das Ganze schon sehr viel länger und vielleicht auch sehr viel besser machen als du und sehr viel mehr Erfahrung haben, dann bleibt für dich nur Frust übrig. Und deshalb solltest du dich ausschließlich mit dir selbst vergleichen. Mach die verdammte Arbeit. Wir alle wünschen uns besser zu werden und wer träumt nicht vom großen Erfolg? Und wir planen Content, wir gucken uns YouTube-Videos an, wir sammeln Ideen, wir überlegen, was wir machen könnten, um endlich viral zu gehen und scheitern dann in der Umsetzung. Es ist nicht einfach, es gibt keine fucking Abkürzung. Du musst einfach die Arbeit investieren und irgendwann auch in die Umsetzung kommen. Und da darfst du am Anfang auch mal scheiße sein, da darfst du am Anfang auch mal scheitern. Wichtig ist, dass du weitermachst und dass es dir einfach Spaß macht. Wenn du keinen Spaß hast, dann wirst du das Ganze nicht über lange Zeit durchziehen und dann wirst du irgendwann aufhören und wirst dir ein anderes Hobby suchen. Also sorg dafür, dass es Spaß macht und dass es sich nicht anfühlt wie eine Last. Und dann kannst du die Arbeit auch machen und dann wirst du auch eine kontinuierliche Verbesserung sehen. Mach auch mal Pause. Es gibt die schöne Analogie von einem Glas, in das man immer mehr Wasser füllt und irgendwann ist das Glas voll und wenn man dann einfach weiter Wasser reinfüllt, dann läuft es irgendwann über. Wenn du das Glas bist und ständig nur Content konsumierst und Wissen anhäufst, irgendwann ist einfach kein Platz mehr für Neues. Das heißt, du brauchst auch mal Pause von dem Game, du brauchst auch mal Pause von dem Lernprozess, also geh auch mal raus ohne Kamera oder mach irgendwas anderes, geh einem anderen Hobby nach, dann kannst du dich danach mit freiem Kopf wieder deinem Thema widmen und musst nicht Angst haben, dass du keine Informationen mehr aufnehmen kannst. Der letzte Tipp ist Lesen. Und zwar Bücher, haptisch, so mit Seiten und so. Ich weiß, klingt weird, aber das haptische Erlebnis beim Umblättern der Seiten, das Entfernen vom Bildschirm und das Eintauchen in das, was der Autor da schreibt, sind unheimlich viel mehr wert, als wenn du irgendwas am Bildschirm liest. Mir persönlich geht es zumindest so, ich lese super gerne Bücher. Auch Fachbücher zu dem Thema sind für mich deutlich mehr wert als irgendein Blogbeitrag oder irgendwas, was ich am Screen lese. Bücher kann man auch überall hin mitnehmen und man kann auch mal nur 5 Minuten oder eine halbe Stunde am Tag lesen. Und außerdem tut es uns allen gut, auch mal ein bisschen weniger in Bildschirme zu starren. So, das Ganze kam jetzt hoffentlich nicht zu Life-Coachy rüber und es geht mir auch gar nicht darum, dein Leben zu verbessern. Es geht mir nur darum, so ein paar Hinweise zu geben, die mir das Ganze am Anfang oder auch immer mal wieder zwischendurch relativ schwer gemacht haben. Und wenn man diese Hinweise beachtet, dann macht einem der Lernprozess deutlich mehr Spaß und man wird auch deutlich schneller besser. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, du konntest da was rausziehen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Lass uns gerne diskutieren. Ich würde mich außerdem über jeden Daumen nach oben freuen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann darfst du auch gerne hier unten irgendwo den Channel abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Damit sage ich dann danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann, wie immer, im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.